Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitparkfans. Willkommen zu einem neuen Ride-Check hier bei Emmy Pictures Freizeitpark TV. Heute widmen wir uns einmal der Black Mamba im Phantasialand. Ja, Black Mamba. Das Ganze ist für mich nicht nur eine Achterbahn, sondern ein Gesamtkunstwerk. Fangen wir einfach schon mal direkt mit dem Themenbereich an. Man kommt in den Themenbereich Deep in Africa und was sieht man? Eine Achterbahn? Nein. Also zugegebenerweise, man sieht schon eine Achterbahn, aber eigentlich nur den Lift Hill, ansatzweise den First Drop und den Vertikal Looping. Dann hört es aber auch auf den ersten Blick schon auf. Denn der ganze Bereich ist wirklich so schön gestaltet und die Achterbahn ist dabei quasi im Keller untergebracht, sprich unterhalb des, naja, nicht Bodenniveaus, aber unterhalb des Parkniveaus an dieser Stelle. Sprich, man sieht von der Bahn nur sehr, sehr wenig. Ab und zu taucht sie mal ein klitzekleines bisschen auf, aber das war es dann auch schon. Ansonsten ist der Themenbereich einfach grandios. Die ganze Gestaltung da ist wirklich super, super schön gemacht. Auch mit dem Hotel Matamba im Hintergrund ist wirklich genial, ein toller Abschluss und ja, ein wirklich in sich absolut geschlossener Themenbereich, den ich persönlich sehr, sehr schön finde. Auch die ganze Vegetation da drin, die ist wirklich gut gelungen, auch wenn sie in Ansätzen leider nicht mehr ganz so den Glanz der ersten Jahre hat, aber naja, gut, okay. Dschungelthema in Mitteleuropa ist halt auch ein bisschen schwierig. Dazu vielleicht am Rande noch ein kleiner, ja, Funfact. Es gibt sogar stellenweise Bodenheizungen, um die ganzen Palmen und exotischen Pflanzen da auch im Winter hier auf Temperatur zu halten. Aber ja, das scheint nicht ganz so hundertprozentig zu funktionieren. Aber sei es drum, es ist trotzdem auch von der Vegetation sehr, sehr schön geworden. Ja, und wenn man dann mal den Eingang zur Black Mamba gefunden hat, geht es erstmal durch die sehr, 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 sehr lange Warteschlange. Die schlängelt sich erstmal nach unten durch den, ja, durch Deep in Africa durch, unter, zwischen und durch die Achterbahn auch durch. Da hat man zum ersten Mal wirklich teilweise hautnah das Gefühl, man könnte so einmal rausgreifen und könnte die Achterbahn anfassen. So nah verläuft das Ganze daran vorbei. Also wirklich sehr, sehr stimmungsvoll gemacht. Auch zwischendurch mit kleinen Häusern und hoch, runter, Treppen, Brücken. Wirklich viel, viel Wasser auch. Schöne Wasserfälle, Wasserlöcher. Zugegeben, die Wasserlöcher sind von einigen Parkbesuchern leider immer wieder als Mülleimer missbraucht. Da könnte ich jedes Mal aufs Neue kotzen. Ganz besonders der Bereich unten direkt vor der Station, wo es dann nochmal diesen kleinen Wendekreis geht, zumindest wenn die Warteschlange ziemlich voll ist. Da tummeln sich dann doch so der eine oder andere Capri-Sonnenfisch oder Pringles-Fisch oder ja, grundsätzlich Tetra-Pack-Fisch oder was auch immer. Furchtbar. Also, aber ja, das nur so am Rande. Da frage ich mich einfach nur, Leute, warum muss das sein? Es gibt auch Mülleimer. Aber zurück zum Thema. Wir sind in der Warteschlange und was fällt auch in der Warteschlange auf? Ja, die gesamte Soundkulisse. Das hat man auch schon vorher im Bereich selber gehört, aber in der Warteschlange fällt das Ganze noch, finde ich persönlich, einen Ticken mehr auf. Die Soundkulisse mit ja, typischen Tiergeräuschen ist wirklich richtig, richtig geil. Würde nicht ab und zu mal die Black Mamba vorbeirauschen mit kreischenden Teenies oder auch schreienden Müttern und Vätern, wäre das Ganze wirklich, ja, man würde denken, man wäre mitten in Afrika. Oder da hinten kommt ein Tiger und da kommt ein Äffchen vorbei. So, jetzt sind wir dann aber endlich in der Station angekommen. Und was fällt natürlich als erstes ins Auge? Ja, klar, erstmal die wunderbar inszenierte und auch genauso toll gestaltete Station selber. Aber auch eben der Zug. Das Ganze ist inverted, sprich, man hat unter seinen Füßen nichts mehr. Die Beine baumeln frei. Für viele ein richtig geiles Gefühl. Die anderen sagen, ja, Inverted Coaster sind nicht so meins, weil ich halt immer direkt einen Sitz vor mir habe, außer in der allerersten Reihe. Stimmt, ist ein Manko von den Bahnen, aber ich persönlich mag Inverted Bahnen trotzdem sehr, sehr gerne. Auch wenn die Sicht in den Reihen 2 bis im Falle der Black Mamba Reihe 8 doch recht eingeschränkt ist. Aber wieder zurück zur Station. Wir nehmen also Platz
und dann führt uns im Dunkeln der Station nach dem Start mit ein paar Soundgeräuschen. Soundgeräuschen, ja, tolles Wort. Also mit auf jeden Fall ein paar Soundeffekten untermalt, geht's dann in eine Kurve in den Lift Hill. Der Lift Hill ist insgesamt 26 Meter hoch. Und jetzt kommt das wirklich Witzige an der ganzen Sache. Der First Drop ist sage und schreibe 27 Meter tief. Merkwürdig. Aber macht Sinn, weil die ganze Anlage ja, wie eben schon mal gesagt, im Keller verläuft. Ja, sprich, Pre-Drop, First Drop, 26 Meter. Falsch. 27 Meter in die Tiefe. Und ja, da hat der Zug dann auch seine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Von da aus geht es dann weiter auf die insgesamt 768 Meter lange Strecke. Elemente sind dabei unter anderem der Vertikal-Looping, dann die Zero-G-Roll direkt im Anschluss, ein Inclined Immelmann, zwei Korkenzieher und auch noch zwei recht intensive Helix. Ganz besonders die letzte haut mit bis zu 4,5 G doch wirklich ordentlich rein. Und ja, bei dem einen oder anderen, den ich kenne, hat die Fahrt mit Drehungen und Überschlägen nicht so viel verursacht wie die Helix am Schluss. Ich find's geil, aber es ist halt nicht jedermanns Sache. Denn die Bahn powert auch wirklich von Anfang bis Ende einfach nur gnadenlos durch. Verschnaufpause? Nee, Fehlanzeige. Zwar eine kurze Fahrt mit knapp 60 Sekunden, aber eben Power, 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 Power. Dabei brettert man durch einige Tunnels, durch enge Schluchten und das ganze Gefühl ist dabei wirklich grandios. Also Orientierung ist teilweise ein bisschen schwierig, besonders halt in den ganzen Überschlägen und Korkenziehern tut die Bahn ihr Übriges. Also von daher finde ich die Bahn richtig, richtig geil. Was zudem auch noch sehr, sehr geil ist, dafür, dass die Bahn von 2006 ist, fährt sich die Bahn auch immer noch nach fast 10 Jahren sowas von sanft. Ich finde es einfach nur geil. Also da könnten sich viele, viele andere Bahnen mal eine Scheibe von abschneiden, auch B&M-Bahnen, wo ich so in letzter Zeit bei der einen oder anderen neueren B&M-Bahn, die ich gefahren bin, doch den Eindruck hatte, Momentchen mal, das Ding ist flammneu, schlägt schon. Eine Black Mamba, fast 10 Jahre alt, schlägt fast gar nicht. Woran das liegt, man weiß es nicht, ob B&M vielleicht seine Fertigungsroutinen verbessert hat, also verschlimmbessert. Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass B&M im Moment viel zu viel durchpowert, aber ich schweife ab. Wieder zur Black Mamba. Insgesamt befördert die Bahn Pi mal Daumen theoretisch ungefähr 1500 Personen pro Stunde. Also schon mal eine ordentliche Hausnummer, könnte zwar besser sein, sprich in den Sommermonaten kann es auch dann immer noch zu recht hohen Warteschlangen führen, aber die Bahn ist es meiner Meinung nach allemal wert. Und wo wir gerade beim Thema Züge und Kapazität sind, vielleicht auch noch ein Hinweis, der für den einen oder anderen eventuell interessant sein dürfte. Und zwar in der Reihe 4 und 5 gibt es jeweils einen XL-Seat. Das heißt auch für Leute, die ähnlich wie ich, vielleicht auch noch ein bisschen mehr wie ich, einen dickeren Oberkörper haben oder auch ein etwas breiteres Gesäß haben. Die haben da auf jeden Fall bessere Chancen, noch in den Sitz reinzukommen, wenn es vielleicht an anderer Stelle nicht passt. Also das schon mal als Hinweis. Für die Leute, die sich da eventuell angesprochen fühlen könnten, stellt euch deshalb am besten in der Reihe 4 und 5 an. Da gibt es halt einen speziellen XL-Seat. Und bevor ich jetzt zu meinem persönlichen Fazit komme, vielleicht noch zwei Fakten, die ich bisher noch nicht erwähnt habe. Und zwar, die Schienen der Black Mamba sind wie bei inzwischen einigen Bahnen mit Sand gefüllt. Das hat den Hintergrund, dass die Bahn damit deutlich ruhiger fährt. Persönlich finde ich sogar, die Bahn fährt sich extrem ruhig. Also klar hört man die Bahn, aber persönlich finde ich, gibt es viel, viel lautere Bahnen. Also da hat man wirklich mit dem Sand doch einiges geschafft und auch einiges zum großen, großen Lärmschutzthema im Phantasialand beigetragen, dass da halt nicht zu viel Probleme auf den Park zu kommen. Noch eine Sache, die ganze Anlage hat 11 Millionen gekostet. Zusätzlich hat der Themenbereich drumherum auch nochmal
ungefähr 11 Millionen gekostet. Allerdings muss ich da an der Stelle noch zufügen, das Hotel Matamba, was optisch ja irgendwie auch zum ganzen Themenbereich dazugehört, ist da noch nicht inkludiert. Sprich, das ist nur der reine Themenbereich, wie er damals, als die Black Mamba gebaut worden ist, auch geschaffen worden ist. Und da existierte das Hotel Matamba halt einfach noch nicht. Ja, und jetzt komme ich dann wirklich mal zu meinem persönlichen Fazit. Und nachdem ich jetzt so viel geredet habe, fasse ich mich kurz. Ich finde die Bahn einfach geil. Sie ist persönlich eine meiner absoluten Lieblingsbahnen. Kann daran liegen, dass es für mich recht nah ist bis zur Achterbahn. Aber das hat auch noch einen anderen Grund, weil ich mag einfach die Bahn an sich. Power von Anfang bis Ende. Eine super Laufruhe. Viele Überschläge. Die Helix, wie der ein oder andere ja weiß, ich stehe total auf Helix. Aber die Helix, ganz besonders mit den hohen G-Kräften, die haben es mir einfach angetan. Und deswegen finde ich die Bahn schweinegeil. Zusätzlich kommt natürlich auch noch der Fakt, ich stehe auch auf Thematisierung. Und ja, wenn man dann die Black Mamba nicht geil findet, dann weiß ich es auch nicht. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch an dieser Stelle zu meinem persönlichen Fazit. Vielleicht schreibt ihr mir auch gerne unter dem Video auch mal eure Meinung zur Black Mamba. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, da bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr übrig zu sagen, außer ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und bis zum nächsten Video bei Emmy Pictures Freizeitpark TV. Und ob mir das jetzt gefällt, weiß ich noch nicht. Mal schauen, ob ich das so hochlade. Also, falls ihr mich jetzt hier so rumtänzen seht, dann habe ich das hochgeladen. Falls ihr mich nicht tänzen seht, kommt es vielleicht in den Vlog, vielleicht aber auch niemals auf den Kanal. Insgesamt 11 Millionen gekostet. Und welches Arsch schickt mir jetzt irgendeine Nachricht per WhatsApp?